Dann tue ich jetzt Ram Raider umgehen. Da kann ich auch wieder meinen Musikplayer, wenn der P drückt, oder Musikplayer. Es gibt voreingestellte Playlists, wie die hier zum Beispiel. Wenn ich ein bisschen höher stelle, ist ja eigentlich auch ganz cool immer. Zum Beispiel Boys Noise sind zum Beispiel mit dabei. Wenn man die mag. Ich find's ganz cool. Abgefuckter Scheißdreck. Da! Ram Raiden. Könnte so die Fassaden so da reinfahren. Bam! Bam, ist geklappt. Jetzt aber! Bam! Geht auch. Mach wieder ein bisschen leise. Dann könnt ihr das Zeug hier nehmen und einen Truck hinten reinpacken. Warum ich den genommen habe, erkläre ich noch, weil der hat die größte Kapazität von allen Wagen. Da seht ihr rechts oben 9 von 25 und eins daneben, eins habe ich in der Tasche. Und das andere passt ins Auto, 9 von 25. Ein großes Item in 5 ein, ein kleines 2. Und die ganz kleinen tue ich halt in die Tasche stecken. Und da das halt, das Auto, dieser Autotyp, dieser Van halt, die größten Kapazität hat, nehme ich eigentlich den immer. Bam! Bam! Handy mitnehmen. Also Handy von sonst wann. Könnte auch so mal neu designt werden, das Handy. Achso, und ihr könnt nicht bloß in die Fassaden, ihr könnt auch in diese Garagentore. Bam! Wie ihr seht. Ein Computer hier. Nein, ich will nicht wieder rausnehmen. Gib mir diese Tasche, diese blöde Fixtasche hier unten. Geht auch. So, jetzt habe ich den voll. Und ich kann bis zu 50 kleine Gegenstände noch tragen, aber das mache ich jetzt nicht voll. Dann müsst ihr zu einem, bei mir steht das Fenster drauf, zu einem Abgabeort fahren, der ist immer grau gekennzeichnet. So, schnell, schnell, hopp, hopp, hopp. Achso, und ihr könnt dabei übrigens auch von Polizisten überrascht werden. Also wenn die sehen, was ihr da macht, dann könnt ihr euch dazu zwingen, eure Gut, Habengut oder geklautes Gut zu verteidigen. Beziehungsweise könnt ihr es euch dann versuchen abzunehmen. Da kriegt ihr aber dann eine Nachricht, wenn ihr diesen sowas reinkommt. Geht's denn hier runter? Muss doch irgendwo runtergehen. Oh, guck mal, da ist die Polizei. Ich denke, wir rammen jetzt hier gleich. Machen wir aber nicht. Bam, ich will abgeben. Oh, der fährt uns jetzt hinterher, weil der uns das Zeug abnehmen will eigentlich. Aber ich mach das nicht. Ich mach. Ah, hier geht's runter. So, schön rückwärts ranfahren. Und das Zeug mitnehmen. Und abgeben. Hallo, Polizist. Ach, jetzt klaut er mir meinen Karren trotzdem. Wisst ihr? War so klar. Also das passiert, wenn man die Polizei auf sich aufmerksam macht. Eigentlich hätte ich so ungefähr, keine Ahnung, 2.000 oder sowas bekommen. So, was muss ich versuchen? Ich nehme mal die Karre. Muss ich versuchen, meine Zeug hier zurückzubekommen. Was aber mit Sicherheit schwierig wird. Der ist relativ hoch im Level. Und da wird es mir ein Böse auf die Fresse geben, bestimmt. Lamp. Ja, der ist schon da. Damit ist vorbei. War eh schon verloren. Das ist übrigens so ein Ding, das man einstellen kann. Ich habe nichts dafür bekommen, das ist das Schlimme. Für die Mission kriegt man halt gar nichts. Aber das ist natürlich auch cool, also wenn ich mir denke, okay, anscheinend ist ja niemand da, dann gehe ich eine Runde Raider. Und dann kommt sowas dabei raus. Ich kann sogar hier spawnen bei dem Typen. Achso, normalerweise kostet übrigens auch Geld, sowas zu also wenn ihr dann neue Wagen kauft, kostet es Geld, das Auto zu rufen. Oh, jetzt ist der nächste. So, neuer Versuch. Ich stehe mal auf die Karre von dem Typen.
Ich war eigentlich nichts wert bis jetzt. Aber schön, dass er es trotzdem gemacht hat. Da habe ich euch gleich mal gezeigt, was passiert, wenn man auf die Fresse kriegt. Naja, versuchen wir es nochmal. Noch mehr. Achso, ich kann euch gleich sagen, die Waffe, die ihr momentan habt, die ist ganz okay. Das ist ein ganz guter Allrounder. Ihr müsst aber, um genau zu schießen, zeige ich euch gleich. Um genau zu schießen, müsst ihr hier zielen. Also hinhocken und zielen. Weil wie ihr seht, geht noch ein Stück zusammen. Ansonsten werdet ihr nichts treffen, also gar nichts. Übrigens rechts unten seht ihr immer das Witness-Level neben eurer Karte. Wenn das auf 0 ist, also wenn es gar nicht zu sehen ist, dann können die euch die Gegner nicht angreifen, die Blitz nicht angreifen. Wenn es aber hoch geht, sobald ihr das könntet, euch angreifen. Get the Enforcers! Also ein bisschen umgucken immer dabei. Fällt gerade so ein, mit Minus kann man noch weiter wegzoomen. Das mache ich jetzt mal, da habe ich beste Übersicht. Boah, schön. Oh, da sehe ich gleich viel besser, wo ich hinlaufe und so. Und ranzoomen müssen wir noch genauso. Ja, fick dich, ich glaube hier gerade was, ehrlich. Der hier. Ich glaube, es hackt. Kann ich auch. Das Coole ist, da das ein neutrales Auto ist, wenn jemand anders das macht und ihr seht, dass er da einlädt, könnt ihr einfach ins Auto steigen und das Zeug mitnehmen. Weil ihr könnt es genauso rausholen wie er. Aus dem neutralen Auto. Deswegen solltet ihr dann so bald wie möglich als Crim euren eigenen Van haben. Da hätte nämlich auch der Bulle nicht so einfach in meine Karre steigen können und alles mitnehmen. Oh, voll. Komplett. So, jetzt versuchen wir nochmal abzugeben. Also ihr seht schon, auf Criminals, die in diesen Vans rumfahren, wird gern geachtet. Oh, hier geht's nicht durch. Das ist schon wieder, nee, das ist ein Crime. Und wie gesagt, ich würde euch empfehlen, noch eure Bedrohung hochzuziehen, bevor ihr dahin geht. Weil ihr dann schon beim Abgeben mehr Kohle kriegt und dann beim Eintauschen in der Geldwäscherei kriegt ihr nochmal mehr Kohle. Also das lohnt sich doppelt, das früh hochzuziehen. So, ich bin kurz vor Aufmerksamkeit 4, deswegen fahre ich nur noch 2. So, jetzt habe ich es auf 4. Meins. Kann ich auch zum Fans runterfahren. Ich hoffe, der Typ ist nicht mehr da. Oh, ich hoffe, dass mein Fahrzeug jetzt nicht schädigt, es explodiert. Wäre ungünstig. Zack. Wo ist der Typ? Da ist er doch. So. Reward. Seht ihr das links oben, diese grüne Kohle, die langsam hochtickt? Okay, das ist auch von mir. Ihr seht oben den Multiplikator bei 1,5, sprich, wenn ich die dann abgebe, kriege ich noch 50% zusätzlich. Was ziemlich cool ist. Allerdings sinkt dann mein Multiplikator wieder auf 0,5 oder sowas. Weil ich dann mein Witness-Level wieder auf 0 zurückgeht. Weil ich ja nichts mehr wert bin. Weil ich halt gewaschenes Geld habe, sozusagen. Reingewaschen wurde. Ich fahre hier noch zum Schrott, bevor ich dort ankomme. Aber der Pickup da fährt deutlich besser. Reparieren wir mal alles. Also ihr könnt zugucken, wie es repariert. Blub, 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 blub. So. Jetzt ist die Karre wieder ganz. Karre ganz. Das ist schon immer auf dem Weg hin. Warum stellen wir denn... Ich kann einfach den nehmen.
Aber jetzt hatte ich ein Witness, das war Lösung hoch. So, müssen wir aussteigen. Zack. Habe ich 2100 bekommen. So, Kohle und natürlich 0. Das seht ihr gerade links oben, fällt und fällt und fällt. Das ist nur, weil es nicht so schnell fallen kann. Und die da haben zum Beispiel einen eigenen Van. Da kann man den dann nämlich schon schön lustig anmalen. Und die haben es mit dem Logo hier auf der Seite verkackt. Muss man nämlich nochmal spiegeln, ihr Helden. Das kann man nicht richtig lesen. Ach man, das sind einfach Deppen. Aber das Logo hinten drauf ist cool. Naja. So. Das war erstmal das. Jetzt habe ich zumindest ein bisschen Kohle, um im Rotenschiff vielleicht mal neue Klamotten zu kaufen oder so.